Verwilderten Viecher, die hier rumhalten. Kann sich mal bitte jemand eine Schrotflinte schnappen und die Hunde erledigen? Die machen mich total irre. Gut, fang doch mal an. Okay, Sunny. Wenn ihr soweit seid, können wir loslegen. Also, es läuft folgendermaßen. Ich stelle Ihnen eine Frage. Ja. Und Sie versuchen, die Frage in die Antwort einzubauen. Ich frage Sie nach Ihrem Namen, dann sagen Sie... Dr. Miles Hogan. Falsch. Oh, richtig. Mein Name ist Dr. Miles Hogan. So hatte ich das gemeint. Können Sie uns sagen, wonach genau Sie suchen? Ja, es gibt gewisse antike Schriften, die darauf hinweisen, dass sich in dieser geografischen Lage unter Umständen die verschollene Pyramide von Echnaton befinden könnte. Und vielleicht existiert ein Zusammenhang mit dieser ungewöhnlichen dreiseitigen Architektur unserer Pyramide. Ich muss nur kurz Ihren Input checken. Ja, ist ein bisschen windig hier. Aber eine super Einstellung. Ja? Und nicht rückwärts gehen. Okay? Ja, also dann. So, Sie sagen mir wann. Pyramiden. Hauen Sie sie mir um die Ohren. Action. Was immer wir hier sehen, es ist nicht die Pyramide von König Echnaton. Das Bauwerk, mit dem wir es zu tun haben, liegt tiefer graben unter der Erde. Der Sand braucht Jahrtausende, um sich so hoch aufzuschichten. Demnach ist dieser Bau dort vor der Herrschaft Echnatons entstanden. Viele Generationen früher. Wieso haben einige Ihrer Kollegen etwas gegen Satelliten? Die meisten Archäologen sind extrem altmodisch, wenn es um die Weiterentwicklung der Arbeitsmethoden und die Integration neuer Beweise in bestehende historische Rahmendaten geht. Der Nachweis einer längeren Genealogie in der ägyptischen Geschichte bedeutet im Grunde, dass man alles, woran sie ihr Leben lang gearbeitet haben, vollständig in Frage stellt. Aber ist das nicht Ihr Ziel? Nein. Nein, nicht direkt. Sehen Sie, ich respektiere die Arbeit, die Sie geleistet haben. Aber man sollte erkennen, wann es Zeit für einen neuen Ansatz ist. Der Großteil unserer Pyramide ist tief in der Wüste begraben. Hier ist ein Scan. Seht doch mal, wie riesig das Ding ist. Das müssen etwa 180 Meter auf jeder Seite sein. Sehen Sie diesen Tunnel? Ja. Das ist unser Weg hinein. Er führt direkt zur Spitze der Pyramide. Wohin? Zur Pyramidenspitze. Ja, Pyramiden haben gewöhnlich keinen Eingang an der Spitze. Diese aber schon. Wer hat den Tunnel gegraben? Wissen wir noch nicht. Er gehört auch zu unserer Entdeckung. Nora, erzählen Sie mir von den Satelliten. Ich bin nicht die erste Archäologin, die Satellitentechnik einsetzt. Aber ich wurde dazu inspiriert, sie anzuwenden durch einen Artikel über ein SETI-Projekt in New Mexico. Das steht für Suche nach extraterrestrischer Intelligenz. Dort hat man Satelliten dazu verwendet, nach Spuren von Wasser unter der Marsoberfläche zu suchen. Ich dachte, wir sprechen hier über Ägypten, nicht über Aliens. Was halten Sie von diesen Theorien, dass Aliens die Erde besuchen und dass die Pyramiden nur riesige Transmitter seien? Ach komm, Sie selbst, bei mir hört's irgendwo auf. Sehen Sie hier, wie diese Kampfformation eine Art Barriere um die Pyramide bildet? Ja. Das ist... Dad, berühre bitte keine Tasten, von denen du keine Ahnung hast. Und? Wo wurde das aufgenommen?
Ist doch vollkommen egal, wann. Ich fragte, wo. Diese Technologie, dieses Satellitenzeug ist doch nur ein Bruchteil von dem, was wir tun. Reden wir über Archäologie, über die Pyramide, über Echnaton. Das offen gesagt war das Satellitenthema das, was den Sender in erster Linie interessiert hat. Der Beginn einer neuen Ära in der Archäologie, die Zukunft zu nutzen, um die Vergangenheit zu verstehen. Ist da noch was, das ich nicht sehen darf? Kümmerst du dich bitte um deine eigenen Angelegenheiten? Vielen Entschuldige Dank. Entschuldige bitte, du bist meine Angelegenheit, klar? Das bist du. Archäologie hatte mal was mit Graben und Dreck zu tun. Aber wir haben das direkte Gefühl dafür verloren durch all die Technik. Prima. Wie war das jetzt? Oh, das war preisverdächtig. Sehr gut. Packen wir ein. Für heute sind wir fertig. Entschuldigung. Mir geht's gut, Mama, mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen, ja? Kairo ist weit entfernt von hier. Und wir sollten morgen durchbrechen. Also, wenn wir weit genug kommen, dann sind wir unter der Erde sicherer als in einem Bunker. Nein, ich nehm's nicht auf die leichte Schulter. Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen. Mach dir bitte keine Gedanken. Es ist schon schwierig genug, mit Dad klarzukommen. Ist gut, ich hab dich auch lieb. Natürlich. Na klar, sag mal, wie ist... Hör mal, Mama, ich muss Schluss machen, okay? Ich ruf dich morgen an. Hab dich lieb, bis dann. Sei hier, schaff deine Blechkiste hier raus. Shorty vorstellen? Er wird da drin Auge und Ohr für uns sein, wenn wir den Eingang geöffnet haben. Er ist etwas mehr als 30 cm groß, hat 6 Räder, sein Fahrwerk ist ein Rocker-Bogie-System, das ursprünglich von der NASA für die Mars-Rover entwickelt wurde, um über den rauen Marsboden fahren zu können. Ich wette, das Ding ist ein echter Frauenmagnet, hm? Shorty war schon auf einigen Missionen. Michael war hier, unser Robotik-Ingenieur. Aber offensichtlich war er nicht darüber informiert, was für ein Millionen-Dollar-Gebiet es hier zu erforschen gilt. Oh, keine Sorge, Nora. Zwei separate Kameras senden ihre Aufnahmen in Echtzeit an unsere Kommandozentrale. Das heißt, alles, was Shorty sieht, wird permanent aufgezeichnet. Stimmt's, Partner? Hm. Oh. Achtung! Ja, süß. Vorsicht! Wir drehen hier nicht Zeit der Sehnsucht. Hör auf, deinen Speicherplatz zu vergeuden. Komm schon. Die Leute wollen sehen, wie die zwei Nerds miteinander treiben. Nein. Unterhalten! Was ist los? Geh brechen durch! Was? Ihr brecht durch? Komm jetzt schnell! Komm. Na los, mit der Hand. Geht's? Ja. Na komm, warten Sie, nicht so schnell, nicht so schnell! Warten Sie! Sagen Sie, die sollen es noch nicht öffnen, Sie sollen warten! Ja, Sie sollen warten! Bis wir da sind! Okay. Schau hier, Sie müssen für mich übersetzen! Warten Sie! Am Leben.
Gott sei Dank. Was ist mit ihm passiert? Aspergillus. Was ist Aspergillus? Er hat toxische Luft eingeatmet. Hm. Ist nicht so ungewöhnlich, wie es klingt. Verursacht wodurch? Das ist ein Schindelpilz. Findet man normalerweise in Gräbern und Gruften, in Bauten, die versiegelt waren. Die Pyramide könnte sogar noch viel älter sein, als ich ursprünglich dachte. Nora, bitte, behalte deine wilden Theorien für dich. Ich versuche der Universität zu versichern, dass wir hier planmäßig arbeiten und wir... schalten Sie das Ding da aus. Niemand nähert sich der Pyramide ohne meine Erlaubnis, klar? Und niemand erwähnt das Wort Fluch. Verstanden? Ich will so einen Unsinn auf meiner Ausgrabung nicht hören. Unsere Ausgrabung. Gottverdammter Sand. Was? Hä? Was ist los? Was ist los? Sie können uns nicht zwingen aufzuhören. Wir stehen kurz davor, Schulti reinzuschicken. Das kommt nicht von uns, sondern von der Regierung. Die ägyptischen Behörden weisen sämtliche Forschungsteams in der Gegend an, sofort abzureisen. Sie sollen innerhalb von 24 Stunden von dort verschwinden. Und wann bitte können wir die Ausgrabung fortsetzen? Das wissen wir noch nicht. Verzeihung, wie bitte? Ich verstehe nicht. Sie haben sich zu lange in der Wüste aufgehalten. Sie sollten mal sehen, was in Kairos Straßen abgeht. Ein furchtbares Chaos. Überall herrscht Gewalt zwischen dem Militär und den Demonstranten. Sie fürchten, dass ein Bürgerkrieg ausbricht. Aber hier ist nicht Kairo. Wir sind mitten in der Wüste. Sie verstehen das nicht. Hey, es tut mir leid, Miles, aber Sie müssen bis morgen früh verschwunden sein. Gott, wir sind so nah dran. Gibt das was mit meinem Engel? Darüber diskutiere ich nicht. Klar, mein letztes Wort ist nein. Danke. Hinter, Talahom. Würden Sie das bitte an alle Mitarbeiter verteilen? Das ganze Gelände muss bis morgen früh aussehen, als wären wir nie hier gewesen. Hm? Aber wieso? Was ist los? Steht alles da drin. Das ist hier keine Konferenz. Gehen Sie. Yalla, yalla, yalla. Das war's also, ja? Das war's? Was sollte ich denn deiner Meinung nach tun? Wie wär's mit irgendwas? Du hast dich eben kaum gewehrt. Ich trage keine Kämpfe aus, die ich nicht gewinnen kann. Klar, dabei geht's immerhin auch um meine Karriere. Um deine auch. Vergiss das nicht. Na schön. Aber wir können hier doch nicht weggehen, ohne irgendwas vorweisen zu können. Ich habe nicht vor... Dad, bitte. Das ist der Fund des Jahrhunderts. Und du willst aufgeben, so kurz vor dem Ziel? Da sind wir unserem Ruf schuldig. Wo liegt das Problem, Dad? Abgesehen von der giftigen Luft, meinst du? Wieso? Wir müssen doch nicht selbst reingehen. Ja, wir schicken Shorty rein. Er kann ein paar Messungen und Fotos machen. Es dauert nur ein paar Stunden. Keiner wird merken, dass wir überhaupt weg waren. Dad, ich weiß, was du denkst. Sieh mir in die Augen und sag, dass es dir vollkommen egal ist, wie es in der Pyramide aussieht. Vertrau mir. Captain Egypt ist auf dem Weg. Und er sieht nicht besonders erfreut aus. Was will er? Sekunde. Warte, Sekunde, ich werde kurz mit ihm reden. Was sagt er? Er sagt, dass er wundert sich, wieso unser Zeug noch hier ist. Ja. Er soll uns überwachen. Aufpassen, dass wir morgen im Flieger sitzen. Sagen Sie ihm keine Sorge. Wir packen unsere Sachen. Alles läuft nach Plan. Dad, was? Ist die Luft in Ordnung? Nein, denk nicht mal dran, Nora. Du gehst auf keinen Fall rein. Also laut dem Messgerät sind da nur minimale Spuren giftiger Dämpfe. Ja. Die sind definitiv nicht gefährlich. Aber ich nehme an, das liegt daran, dass wir noch so nah am Eingang sind. Vergrößern Sie das in meinem Arbeitsbereich. Das ist ein 3 Millionen Dollar Rover. Ja, sehr gut. Zoomen Sie an. Machen Sie das größer. Zoomen Sie an. Dad, bitte. Was? Das heißt Gemetzel. Das heißt Gott? Ja, das da heißt Unterwelt. Was? Echt? Das bleibt locker, Fitzi. Das sind nur Symbole, um Grabräuber abzuschrecken. Sind die Symbole von Osiris. Osiris? Der Gott des Jenseits. Für die Ägypter gilt er außerdem als erster Pharao. Oh Gott. Na schön, was war das? Ich nehme an, ein Hund. Muss irgendwie da reingekommen sein. Die haben den Eingang unbewacht gelassen. Lass uns einen klaren Kopf bewahren, ja?
Kontrolle mehr. Beide Kameras sind tot. Wartet, wartet. Moment, Schatzgüter. Sekunde. Schaut, die ist offline. Ich gehe rein und hol ihn. Nein, Sie gehen da nicht rein. Wir haben keine Ahnung, was da ist. Da könnten auch Dämpfe sein. Nein, bleiben Sie realistisch. Realistisch? Ich habe Ihnen gerade gesagt, was dieser Rover kostet. Der ist nur ausgeliehen. Weißt du nicht, wie sowas läuft? Wir dürfen nicht mal hier sein. Wir müssen im Flugzeug sitzen. Klar. Der Rover gehört der NASA. Die werden voll angepisst sein. Na schön, ist gut. Aber nur wir beide gehen rein. Das kannst du sowas von vergessen. Ich meine, wir haben keine Ahnung, ob wir je wieder herkommen dürfen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich da nicht mit reingehe. Und die Kamera begleitet sie überall hin. Das hatten sie in den Schatten zugesagt. Also für mich wäre es völlig okay, hier abzuhängen. Ihr könnt ja vorgehen und schick deinen Hintern da rein. Ist gut. Die Zusatzakkus hast du dabei, ja? Die brauchen wir. Ich dachte, die Einzigen, die filmen, wären wir. Ist meine Art Notizbuch und ich will nichts verpassen. Seid ihr bereit? Ja, wir kommen schon. Na los. Sag mal, wie soll der Shorty da rauskriegen, wenn er nicht funktioniert? Mir fällt schon was ein. Ja, er weiß es nicht. Tja, ich denke, diese Leuchtsignale könnten uns bei den Hunden helfen. Ist du das, Anna? Oh, oh. Wann hat die Figur eintrunken? Nein, nein, er sagt, wir dürfen da nicht rein. Mach auf, dass du hier nicht kein Problem hast. Das geht jetzt weiter. Arguk, Arguk, ja, Kim. Sag ihm, er soll sich beruhigen. Versuch ich ja. Arguk, lass dem schon mal her. Lassen Sie mich versuchen, mit ihm zu reden. Mach ihm schon allein. Mach ich dem schon allein. Was sagen Sie? Nein, ich verstehe, Sie sprechen zu schnell. Wie hat er eintrunken? Habibi, da. Habibi, min achen ach, bi asri, min asri. Er appelliert irgendwie an ihn. So, von Ägypter zu Ägypter. Ehne aizin, satim. Scheiße, funktionieren. Aschen aschen chattrak, bess satim. Ula omar gatoosh, habella gankum, ich hat schufu l'haram da tani. Taib, taib. Han khush wa nitla. Shukran. Awaidek. Gut, wir haben 2 Stunden, um Shorty zu holen. Ja. Wozu ist das gut? Damit finden wir wieder raus. Für den Fall, dass wir ein bisschen weiter reingehen wollen. Weiter rein. Na toll. Wir erwarten doch nicht ernsthaft, dass wir die tragen, oder? Doch, schätze schon. Na kommt, Leute, auf geht's! Passt auf, wo ihr hintretet. Der Tunnel könnte jederzeit einstürzen. Hört nichts an. Bleibt nicht zusammen. Stellen Sie sich vor, die letzten Menschen, die in diesem Tunnel waren, sind vor Tausenden von Jahren gestorben. Die alten Ägypter waren nur etwa 1,50 Meter groß, also passt auf eure Köpfe auf. Hier ist es etwas höher. Die Runde kann ich nicht allzu weit geschleppt haben. Von ihm bestimmt noch. Ja, wir finden ihn. Hey, Doc, ist das hier die Spitze, von der Sie gesprochen haben? Da oben ist irgendwas. Was ist das? Mist. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Na, vorsichtig, sei vorsichtig. Sie nicht runterfallen. Sei hier, geben Sie mir Ihre Hand, kommen Sie. Gut, bereit? Ja. 1, 2, 3. Ich hab voll. Sachte. Noch ein Schritt. Alles klar. Alles okay? Leute, das müsst ihr euch ansehen. Was siehst du? Kommt einfach auf. So was wie das habe ich noch nie gesehen. Sollte das Ding nicht eine Grabkammer sein? Es ist eine. Und warum dann all die Waffen? Die sind zeremoniell. Die alten Ägypter begruben ihre Pharaonen mit einem Arsenal von Speeren, um sie im Jenseits zu benutzen. Gewöhnlich werden sie bei den Sarkophagen deponiert, niemals separat. Dad?
Seht euch das an. Der wurde am Schaft repariert. Ist durchgebrochen. Ich überlege, ob... Ja, seht ihr das? Von dieser Klinge ist was abgeplatzt. Die hier, die wurde nicht nur zeremoniell verwendet. Mit denen wurde gekämpft. Schaltet eure Lampen aus. Ja, Licht aus. Was ist Licht aus? Seht euch das an. Was ist das? Das ist getrocknetes Blut. Und was hat das zu bedeuten? Ich werde es mitnehmen, analysieren und datieren. Vorher kann man dazu nichts sagen. Also dann, steck das als Probe rein. Ist gut. Wow. Ja. Cool. Hey, dein Draht. Hä? Dein Draht. Was? Oh, muss gerissen sein. Das ist ein Draht mit erhöhter Zugfestigkeit, Doktor. Der reißt nicht einfach. Aber wie? Fetzi, du bist draufgetreten. Nein, bin ich nicht. Doch, bestimmt. Du hast es beim Film eben nicht gemerkt. Nicht genau, dass ich draufgefallen bin, bestimmt was los. Nein. Oder sei ihr? Schon gut, schon gut. Schon gut, beruhigen Sie sich. Wir sind nicht so weit vom Eingang entfernt. Wir bringen einen neuen Draht an, verstanden? Alles okay? Also dann, hier lang. Warte. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Pass auf, ich habe hier und Blüten in meinem Notizbuch skizziert, bevor wir losgegangen sind. Nein. Ich glaube, wir sind aus dieser Richtung gekommen, von da. Wir sehen aber gleich aus. Sehr lustig. Das reicht für Sie. Ernsthaft, Jungs, der Eingang liegt in dieser Richtung da lang. Ja? Seht ihr? Darum hatten wir den Draht angebracht. Klar. Merkwürdig. Die Hieroglyphen sind alle gleich. Wir sind doch nur ein paar Minuten gelaufen. Leute, geht's nur mir so, da wird das Atmen durch die Maske langsam richtig schwer. Pyramiden sind extrem luftig gebaut. Das erklärt, warum Mumien über all die Jahre so perfekt gehalten bleiben konnten. Nein, ich spreche ja nicht von irgendwelchen Pyramiden, Hokus Pokus. Ganz im Ernst, irgendwas stimmt hier nicht. Bleib nicht zusammen. Ich will niemanden verlieren. Klar? Sollten wir nicht dahin zurückgehen, wo wir waren? Nein. Ja, ich glaube, das soll er hinten. Das geht's doch nicht. Ich war mir total sicher. Ach, tut mir leid, Schatz. Wir müssen zurück in die andere Richtung, was ihr seht. Ja, wir sind auf jeden Fall falsch gelaufen. Was für eine Kamera könnte das sein? Ach du Scheiße! Was ist? Oh nein. Oh, das ist Schoffi. Oh Gott! Das darf doch nicht wahr sein! Wir sollten nicht hier sein. Lass uns rausgehen. Schoffi, du bist nicht gewinnen, Leute! So ist es gut. Gut. Oh Gott, was passiert hier? Der Boden wird gleich einstürzen. Was? Wir müssen einer nach dem anderen langsam zurückgehen. Fritzi, kommen Sie. Sie zuerst. Sachte. Kommen Sie zu mir und treten Sie nicht auf die Risse. So ist es gut. Kommen Sie. Sehr gut, Fritzi. Vorsicht! Gut. Jetzt kommen Sie. Gut. Sehr gut. Gut so. Sehr gut. Kommen Sie, fließt sich weiter so. Jetzt dieser hier, kommen Sie. Sind Sie sicher? Kommen Sie. Na los. Ja, genau so, weiter. Na los. Scheiße. Wo sind wir? Schätze, wir sind da, wo das Tier das Schulter zerstört hat, sich sonst erleichtert. Igitt, das ist eine Menge Scheiße für einen einzigen eingesperrten Hund. Nicht nur das. Wo ist er hin? Wie ist er rausgekommen? Der einzige Weg raus ist nach oben. Egal. Wir müssen jedenfalls so schnell wie möglich hier raus. Gott, sowas Ekliges habe ich das letzte Mal in Sayers Zelt gerochen, nachdem wir neulich die Puppen gegessen hatten. Was ist dein Problem, Mann? Keine Sorge, wir holen Sie hier raus. Leute, kommt ihr, helft mir bitte! Michael! Wir müssen den Schalter schieben, okay? Also los! 1, 2, 3!
Was wollen Sie mit dem Handy? Sie kriegen hier unten keinen Empfang. Wir sind bestimmt 30 Meter unter der Erde. Bei uns sind 1,80 Meter dick. Herrgott, denken Sie nach. Nein, wir werden es nicht schaffen, den Felsbrocken von ihm runterzukriegen. Und selbst wenn. Und jetzt? Hier, dann ist was. Hol's los. Hey, hör mir zu. Sieh mich an. Nimm die. Ich möchte, dass du die schluckst, okay? Ich möchte, dass du sie schluckst. So ist gut. Ja, wird doch wieder, oder, Doktor? Er wird doch nicht sterben, oder? Fitzi, halten Sie die Klappe, bitte. Sie sind gerade keine besonders große Hilfe. Michael, atme. Hey, Liebling, sieh mich an. Michael, du wirst hier wieder rauskommen, ja? Du musst einfach atmen. So ist es gut. Hey, bleib da weg, vielleicht fällt noch was runter. Was suchst du? Dieser Schacht müsste uns dahin bringen, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, ich könnte da hochklettern. Nein, das ist keine gute Idee. Ich klettere schon mein ganzes Leben lang. Wenn du mir hochhilfst, könnte ich mich oben festhalten und hocharbeiten. Ja. Sie will diesen Schacht draufklettern, das ist doch verrückt, oder? Sind Sie sicher? Ich kann das schaffen. Keine Sorge. Helft ihr bitte! Hier, nimm die. Dann sehen wir es auf dem Monitor. Und siehst du was? Ja. Na dann. Seien Sie vorsichtig, Sammy. Michael, beruhige dich. Schön langsam. Ja. Okay. Jetzt geht's. Sei vorsichtig, Sammy. Langsam, schön langsam. Mach ich. Lass dir Zeit, hörst du? Aber lass dir auch nicht zu viel Zeit. Und sag Bescheid, wenn du irgendwas siehst. Sehr gut. Hörst du, Sunny? Oh nein. Alles in Ordnung? Ja. Vorsichtig, schön bitte. Schön langsam, ja. Was ist da? Da sind zwei Leute, die versuchen, mich abzulenken. Alles in Ordnung? Habt ihr das gerade gehört? Ich kann nicht sehen. Es ist einfach zu dunkel. Halt durch, Sunny. Sag Bescheid, sobald du irgendwas siehst, okay, Sunny? Ich glaube, hier oben ist irgendwas. Hier ist so ein enger Tunnel, der senkrecht von uns wegführt. Ja, mir geht's gut. Nein, Sie bluten ja. Wie geht's dir, Fitzi? Warten Sie. Ich glaube, ich habe Scheiße im Ohr. Der hat meinen Rucksack. Liegt hier. Nimm das hier. Was ist da oben passiert? Ich habe was gesehen. Ich war ziemlich nah dran, da hat's mich angesprungen. Es wird etwas wehtun. Oh. Was war es? War's ein Hund? Ich konnte es nicht erkennen, als ich näher dran war. Da bin ich angerettet, bitte noch. Ich konnte nur die Augen sehen. Was war es? Sekunde. Das war das, was wir gesehen haben, als der Kontakt zu Shorty verloren ging. Entschuldigung, Verzeihung. Weißt du, vielleicht war es der Soldat. Er weiß, dass wir hier unten sind. Bestimmt sucht er nach uns. Er springt aus einem versteckten Tunnel und zerkratzt mir das Gesicht. Da drüben, vielleicht geht's da nach draußen. Hey, Mike. Diese Reliefs erzählen eine Geschichte. Seht ihr die Figuren hier? Sie halten Speere. Das sind die gleichen wie in der Pyramidenspitze. Das ist... Es ist eine Warnung. Eine Warnung? Wovor denn? Keine Ahnung. Wir sollten einfach hierbleiben. Dieser Soldat wird sicher irgendwann nach uns suchen kommen. Nein, Michael braucht dringend Hilfe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Gut, prima. Wie sieht dein neuer Plan aus, Nora? Wenn das da ein Tor ist, dann ist hinter diesem Stein ein Durchgang und vielleicht ein Weg nach draußen. Und falls dieses Tor schon seit tausenden von Jahren da steht, dann steht es da vielleicht aus gutem Grund. Und jetzt sollen wir es zerstören? Warte noch mal, jetzt lassen Sie doch mal den Archäologen stecken und seien Sie mal für eine Minute ein Mensch. Ja, sie hat recht, okay? Was soll das? Wir brauchen Hilfe. Probieren wir noch mal den Schacht. Nora, sieh dir ihr Gesicht an. Wir wissen nicht, was da oben ist. Leute, wir können hier nicht einfach nur rumsitzen. Echt, irgendwas ist da oben, das Menschen das Gesicht zerkratzt. Und hier drin stinkt es. Setzen Sie doch die Maske wieder auf. Das ist mein Ernst, Mann. Hören Sie zu. Wenn wir diesen Sturz überleben konnten, dann kann es das auch, was auch immer es ist. Und solange wir hier gefangen sind, sind wir sowas wie Futter in der Schüssel. Na gut, bitte. Abi, gehen wir darüber. Ja, so ist gut.
sicher sind. Ich meine, die Luft könnte... Tja, das Risiko gehen wir ein. Die Luft da drin kann auch nicht schlimmer sein als die, die wir hier einatmen. Ja. Hey. Du sie? Nein. Willst du dich etwa im Dunkeln setzen? Nein. Außerdem können wir vielleicht den Lichtjäger zurückfolgen, falls wir uns verirren. Ja. Die Axt wirst du nicht brauchen, ist nur für den Fall. Ich gehe Hilfe für dich holen, ja. Ich komme zurück und hole dich. Sollen wir Shadid finden? Hallo! Shadid! Sind Sie noch da? Es ist unmöglich, wir konnten das Ding ja nicht mal zu viert wegschieben. Ich weiß auch nicht. Ich schätze, er hat versucht, ihn mit der Axt zu bearbeiten. Das ist doch totaler Schwachsinn. Seine Schreie war nicht zu überhören. Eins haben wir heute gelernt. Sie reden eine Menge Scheiße. Sie hat recht, Sie lügen uns an. Was ist mit diesen Augen da oben im Tunnel? Was auch immer mein Gesicht zerfetzt hat, hat auch Zahir getötet. Bleiben Sie ruhig, Lady. Sagen Sie mir nicht, ich soll ruhig bleiben. Tut mir leid, aber der Roboter-Typ wurde gerade von einer Kreatur gefressen, von der wir nicht mal wissen, was es ist, verflucht. Klar, ich soll ruhig bleiben. Für wen zum Teufel? Ich bin niemand gezwungen mitzukommen. Euch mit der Kamera zu folgen, ist mein Job. Ach, Sie befolgen nur Anordnungen. Dann wird es mal Zeit, dass Sie die Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Hey, geh weg. Geh weg von ihm. Verdammt nochmal, Sunny, komm runter. Sag mir nicht, was ich tun soll. Dieses Arschloch hat uns in eine Todesfalle geführt. Das kann ich gerade nicht gemacht. Nochmal, Sunny, du hast totale Panik und flippst einfach aus. Du suchst nur einen Sündenbock. Ich weiß, wer schuld ist. Mit dieser Einstellung hilfst du uns im Moment auch nicht weiter. Also jetzt beruhige dich. Komm schon tief durch, Anne. Hey, ich bin sicher, dass wir einen Weg hier rausfinden. Und ich weiß auch wie. Wir müssen Shadid suchen. Wenn er hier reingekommen ist, kommen wir auch raus. Genau. Wie klingt das? Ja, gut.
Was ist? Ach, das war nicht. Kommen Sie, Fitzy, Sie gehen vor. Was? Ich? Ja. Bin ich ein verdammtes Versuchskaninchen? Oh, Herrgott nochmal. Sehen Sie, wie eng das ist? Gehen Sie einfach. Oh, verdammte Scheiße. Sicher, dass das der richtige Weg ist? Hier kann man sich eben gar nicht sicher sein. Leute, nochmal als kleine Erinnerung, was soll ich machen, wenn mich dieses Ding plötzlich anspringt und mir mein Gesicht wegkratzt? Versuchen Sie, möglichst viel Abstand zu dem Ding zu kriegen. Schon, aber schneller als jetzt kann ich mich kaum bewegen. Nun machen Sie schon, Fitzy. Ich habe keine Lust, das hier dran rauszufinden. Leute? Leute! Ja? Der hat hinter uns ist irgendwas! Was machen wir jetzt? Was machen wir? Ich weiter! Beeilt euch! Beeilt euch! Beeilt sie sich, wenn sie beeilt! Los, los, Fizzy! So schnell sie kann! Los, Fizzy! Ich bin schneller! Das wird bescheiße! Ich bin schneller! Oh Gott! Verdammte Scheiße! Hier ist irgendwas! Mist! Kriechen Sie weiter! Kriechen Sie weiter! Oh, Sunny, die Wunde hat sich total entzündet. Dein Auge sieht auch nicht besonders gut aus. Ja, wir müssen sofort einen Ausgang finden. Bitte sagen Sie mir, dass auf dieser Wand irgendwas steht, das erklärt, wie wir hier rauskommen oder wenigstens was verdammt nochmal hinter uns her ist. Dieses Relief zeigt die endgültige Prüfung, das Wiegen des Herzens. Was? Das ist aus dem ägyptischen Totenbuch. Wenn ein Mensch starb, kam er in einen Raum. Er wurde Osiris vorgeführt und den Totenrichtern. Dort stand eine große Waage. Darauf wog der Gott Anubis das Herz des Menschen gegen die Feder der Maat, der Göttin der Wahrheit. Und wenn die Waage perfekt ausbalanciert war, ging er ins Jenseits hinüber. Sie glaubten, sie würden in den Himmel gelangen, um unter den Sternen zu verweilen. Ich dachte, im Totenbuch stünden nur Zaubersprüche und Beschwörungen. Nein, es ist mehr als das. Ein Leitfaden zur Unsterblichkeit. Es war von zentraler Bedeutung für die ägyptische Philosophie, das hier ist der letzte Meilenstein. Sie glauben an diesen Ort, oder? Sie haben es getan. Ich denke, die Priester haben dieses Ritual ausgeführt. Solange wir hier nicht rauskommen, ist das doch alles egal. Wir müssen gehen. Los jetzt, vorwärts! Wie sieht's da aus?
Sackgasse. Gesagt, nichts anfassen. Was jetzt? Was? Wir müssen raus hier. Sonst werden wir gefangen. Platz mit mir. Halt ihren Kopf. Halt einfach ihren Kopf. Oh Gott. Er bringt dich hier raus, hörst du? Schnell doch, Leute. Er holt dich hier raus. Na schön, zieh in die Beine. Gut. Gerade hochziehen, ja? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ziehen. Kräftig. Das ist gut, das klappt nicht. Wenn wir sie hochheben, wird sie verbluten. Okay. Scheiße. Versuchen wir es nochmal. Nein, das hält sie nicht durch. Gönnen Sie eine Pause. Scheiße. Oh Gott. Was? Oh Gott. Verdammt, halt sie fest. Oh mein Gott. Halt sie fest, halt sie fest. Halt sie fest, halt sie fest. Halt sie fest, halt sie still. Sie darf sich nicht bewegen. Halt sie fest. Sie hat einen Schock. Sunny. Oh nein. Oh Gott.
Ich glaube, ich kann ihr Bein befreien. Ich kann ihr Bein darunter ziehen und dann können wir sie hier rausholen. Sie, es ist vorbei. Nein, 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 nein. Wir müssen sie hochheben. Ist das wie bei dem Arbeiter? Vermutlich, nur das... Was? Das ist so... Wieso tritt es erst jetzt auf? Die Maske hat den Ausbruch wohl aufgehalten. Aus irgendeinem Grund wurde der Prozess verlangsamt. Wieso hast du nichts gesagt? Spielt das für eine Rolle? Falls ich infiziert bin, sind wir es alle. Das ist... Tut mir leid. Na schön, wir müssen hier sofort raus. Ja, das ist unsere einzige Chance. Alles in Ordnung, Fitzi? Ja. Diese Viecher, ich glaube, das sind Sphinxkatzen. Wie diese Statue? Laut der alten Ägypter waren Katzen wie Bastet die Wächter der Unterwelt. Sie könnten hier eingesperrt worden sein, um den zu beschützen, der hier begraben wurde. Also dann, hier lang. Aber wie haben sie die ganze Zeit überlebt, ohne was zu fressen oder zu trinken? Schätze, sie haben sich gegenseitig gefressen. Jede Generation als Futter für die nächste, wie bei Ratten. Na toll, um hier unten zu überleben, muss man also Kannibale werden. Das würde die toxische Luft erklären. Ich sehe was. Da oben ist eine Öffnung. Fitzi, kommen Sie. Mit der Kamera. Ich brauche Licht. Das gibt's doch nicht. Wie sind wir wieder hier gelandet? Es ist ein Labyrinth. Moment mal. Denken wir das Ganze nochmal logisch durch. Also, in die Richtung können wir nicht. Da ist die Sandfalle. Und wir wissen, dass das eine Sackgasse ist. Aber Cobrusher, die war hier drin, also muss es noch einen anderen Weg geben. Wie können wir... Seht doch! Schauen Sie. Wisst ihr, die Antenne könnte vielleicht immer noch Signale nach draußen senden. Was soll das bringen? Eine Sekunde. Ich könnte meine Kamera daran anschließen. Dann können wir eine Nachricht aufzeichnen und sie zu einem der Monitore draußen schicken. Könnte das funktionieren? Es wäre ein Versuch wert. Ich meine, ich kann nicht garantieren, dass das jemand sieht, aber es wäre zumindest eine Chance. Was ist das? Sehen Sie. Ja, super. Gut, also fassen Sie sich kurz, Doktor. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Akkus noch Saft haben. Und außerdem, Sie wissen schon, diese Katzenviecher. Hoffentlich macht sich jemand die Mühe, die Bänder anzusehen, wenn er unsere Ausrüstung findet. Falls man sie findet. Mein Name ist Dr. Myers Holden. Ich war Professor an der Princeton University. Ich bin hier in unserer Ausgrabungsstätte gefangen, und zwar mit meiner Tochter Dr. Nora Holden und dem Kameramann Terry Fitzsimmons. Und wir brauchen Hilfe. Zwei unserer Teammitglieder, der Ingenieur Michael Zahir und die Dokumentarfilmerin Sunny Marsh, sind tot. Diese Pyramide scheint, anders als alle Bauwerke, die ich je erforscht habe, mit der eindeutigen Absicht erbaut worden zu sein, das, was sich in ihr befindet, am Fliehen zu hindern. Falls Sie sie betreten, bringen Sie Waffen mit. Alles gut? Ja, das war gut. Das war sehr gut. Spürt ihr das auch? Ja. Oh. Wow. Wie ein Vakuum, das die Luft rauszieht. Was ist denn? Ich glaube, da ist etwas dahinter. Ich schätze einen Weg raus. Woher wissen Sie das? Ich weiß es nicht. Hey, vorsichtig, Doc. Wissen Sie noch, als Sie das letzte Mal was angefasst haben? Wie hast du das gefunden? Ich habe nicht mein Leben lang nur am Schreibtisch gesessen. Gruseliges Zeug. Meinst du, steht jedes Tier durchgekommen? Schätze schon. Sieht nicht gerade wie das ägyptische Zeug aus, das man bei uns im Museum findet, was? Das könnte eine Verbindung zu einer älteren Zivilisation sein.
Übrigens, wie geht's Ihnen, Doc? Ich will endlich hier raus. Herr, was? Fühlen Sie sich... Ich meine, geht's Ihnen schlechter, oder... Wissen Sie was? Ich hatte nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Oh, Mann. Oh, ich dachte... Der eine Raum war vollgeschissen, hier haben Katzen ins Gras gebissen. Obwohl, hier stinkt's auch noch scheiße. Meinen Sie, das Ding hier wurde als so eine Art Gefängnis gebaut, Doc? Naja, viele Tempel der Antike wurden als weltlicher Wohnsitz der Götter angesehen. Einige waren großzügig und freundlich. Andere, wie die Götter, die die Azteken verehrten, waren grausam. Sie wurden eingekerkert. Und um sie zu besänftigen, brachte man ihnen ständig Menschenopfer dar. Tausende wurden geopfert. Man schnitt ihnen das Herz raus und warf ihre Leichen die Pyramidenstufen runter. Worauf wollen Sie hinaus? Womit wir es hier zu tun haben, ist nicht großzügig und freundlich. Prima, gehen wir noch tiefer in dieses Höllenloch, damit auch ja niemand unsere Leichen entdeckt. Wir sind am Fuß der Pyramide. Tja. Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Rettungsschacht finden. Erstaunlich. Wir waren nicht die Ersten hier. Was ist mit ihm passiert? Scheiße. Seht euch das an. Was? Ein Freimaurersymbol. Die müssen den Zugangstunnel gebaut haben, durch den wir rein sind. Klingt überzeugend. Echt, das ist ja alles hochinteressant. Aber hier rauszukommen, ist ja wohl das Wichtigste. Die Freimaurer sind Nebensache. Sie waren exzellente Grabräuber, wenn sie keinen Weg rausgefunden haben. Mist. Was? Ich kann das nicht lesen. Was ist das? Gut, gib her. Leute, können wir den Geschichtsmist mal bitte für 5 Minuten vergessen und hier verschwinden? Nun lies doch. Ein Tagebuch. Sitzi, ich brauche dein Licht. 21. Mai 1897. Der Weg, über den wir in die Pyramide gekommen sind, ist verschüttet. Wir haben möglicherweise in der Grabkammer einen Fluchtweg entdeckt. Das ist der letzte Eintrag. Und das hier sieht für mich nach einer Grabkammer aus. Na schön, dann. Könnte es einen Fluchtweg geben? Sie haben recht. Wir müssen weitergehen. Sonst enden wir... statt den Rest meines Lebens wegzuholen. Bist du verrückt geworden? Nora, was soll's? Wir haben so viel durchgemacht, die ganze Scheiße hier. Irgendwer wird unsere Bänder finden. Zumindest kann ich Ihnen zeigen, wer mich umgebracht hat. Hast du sie noch alle? Mein Dad ist gerade gestorben und dich interessieren nur deine Aufnahmen. Es geht nicht um die Aufnahmen, Nora. Ich weiß nur nicht, was ich sonst tun soll. Fitzi, lass mich nicht allein. Fitzi, bitte. Fitzi.
Schakal. Er aß die Herzen von denen, die er für unrein befunden hat. Laut Totenbuch trifft das letzte Gericht die Entscheidung zwischen dem himmlischen Jenseits und der Finsternis. Wenn es einen Weg hier rausgibt, dann in diesem Raum. Wir haben keine Wahl. Wir können entweder hier bleiben und sterben, oder... Wir sterben bei dem Versuch. Yeah.
Das erzählt die Geschichte von Osiris. Osiris? Nein, nein, nein. Du hast gesagt, wer du bist. Osiris war sein Vater. Oder Schöpfer. Das Symbol ist für beide Wörter gleich. Die Ägypter glauben, Osiris wäre vom Himmel gekommen und hätte die Landwirtschaft und den Werkzeugbau. Ich verstehe, dass du dieses Zeug faszinierend findest. Aber jetzt, jetzt sollten wir uns lieber was überlegen, um hier zu verschwinden. Das versuche ich dir ja gerade zu sagen. Osiris wusste, dass seine Zeit auf der Erde gekommen war. Darum ließ er diese Pyramide für seine Reise ins Jenseits bauen. Laura, ich hab's aufgenommen. Ich schwör's dir, wir haben alles auf Band. Du kannst dir alles ansehen, sobald wir draußen sind. Anubis wandte sich gegen die Menschen. In seinem Zorn ließ er hunderte von ihnen opfern, um seinem Vater ins Jenseits zu folgen. Seine Seele aber war verdorben, darum suchte er eine unbescholtene, ein unbeflecktes Herz, wenn du so willst. Anders könnte er das himmlische Jenseits nie betreten. Mein Vater hatte recht. Diese Pyramide wurde zum Gefängnis. Verschlossen von den Ägyptern, um ihren Gott loszuwerden. Laura, stehen auf dem Teil irgendwelche Hinweise, wie wir hier rauskommen können? Hier steht etwas von einer Sternkarte. Gut, dann musst du sie finden. Klar, dein Freund Anubis wird gleich zurück sein. Wir haben keine Zeit. Der Schacht zum Ausstieg zeigt dorthin, wo der Tote auferstehen sollte. Ja, ich meine, es gibt hier mindestens 6 Schächte. Woher sollen wir wissen, welcher der richtige ist? Die Sterne. Sieh mal die Decke. 40 Schalter nicht aus. Sieh dir die Decke an. All diese Punkte zwischen den Hieroglyphen. Das ist die Sternkarte. Und wonach genau suchen wir? Das Tetraeder. Die dreiseitige Pyramide ist zugleich das hieroglyphische Symbol für den Stern Sirius. Sieh doch, da ist er. Der hellste von allen. Er ist direkt über diesem Schacht. Das muss unser Weg raus sein. Gut, alles klar. Probieren wir es aus. Ist gut. Komm schon. Das muss er sein. Eine Strickleiter. Damit muss der Soldat reingekommen sein. Danke, Captain Egypt. Meinst du, das Ding hält uns beide aus? Ich schätze, das werden wir gleich sehen. Na schön. Los. Du gehst zuerst. Ja. Hier, nimm. Nur für den Fall. Ich bin direkt hinter dir. Ist gut, halt mal. So. Ja, alles gut. Pass nur auf, dass du nicht abrutschst. Ich kann nicht mehr weit sein. Scheiße, er ist zurück! Los, Nora! Oh. Guck nicht runter, hier ist ein Verfall, der nicht runterkommt! Scheiße, er ist zurück! Schnell, Nora! Mach uns schneller! Ich bin sie, komm hoch! Ich komme! Beeil dich, mach schneller, komm! Schneller, bin sie! Du schaffst mir sie nicht runter! Lindsay!
My soul won't
think was a bad kid, but it should talk from me. In the dark there is light, in the day there is night, in the peace there is fight. I started a war. In the dark there is light, in the day there is night, in the peace there is fight. I started a war. In the dark there is light.